Frau Zimmermann, Sie sind ja mit Herrn Marx hier Schlossherrin, Chefin der ADG. Und wir sind hier irgendwie in diesem gar nicht so mittelalterlichen Raum. Was sehen wir hier? Das sind Inspirationen, die Menschen, Teilnehmer hier bei uns, bei der Akademie, zusammen mit Interviewern, die unsere Mitarbeiter waren, hier zu Papier gebracht haben. Wir haben sie auch bewusst nach Bildern gefragt, weil das natürlich auch eine Art und Weise des Lernens ist, sich etwas tiefer letztlich auch nochmal mit der genossenschaftlichen Idee zu befassen. Und wir beschäftigen uns dann mit den Teilnehmern damit sehr konkret aus dieser Inspiration heraus, welche Lösung kann Genossenschaft denn für die heutigen und zukünftigen gesellschaftlichen Herausforderungen auch geben. Was mir als Wanderer sehr, sehr gut gefällt, ist hier die Gebirgswanderung. Ja, oben gemeinsam eine Perspektive. Das ist ja, der Wanderer braucht ja immer so ein Ziel, ne? So. Man geht auf eine Reise, um dieses Ziel zu erreichen, allerdings sehr oft auch gemeinsam. Wir sehen ja hier auf dem Bild auch mehrere Menschen, die am Fuße des Berges stehen und die sich eben auch gemeinsam, aber mit dem Blick auf eine einheitliche Perspektive hier auf den Weg begeben. Also für mich sind die drei Musketiere auch immer so ein Bild für, was einer nicht schafft, schaffen viele. Aber der Ameisenhaufen ist natürlich noch ein krasseres Bild, ne? Ja. Das zeigt natürlich auf der einen Seite, dass die Menschen, die in Genossenschaften organisiert sind, sehr, sehr viele sind. Andererseits zeigt das aber auch ein großer Haufen. Dennoch hat jede kleine Ameise, so steht das ja auch hier, in der Gemeinschaft plötzlich eine Kraft, weil sie in der Gemeinschaft Großes bewirken kann. Super. Auf meiner weiteren Tour nehme ich ja immer wieder, und so heute auch hier bei der ADG, ein Mitnehmsel mit sozusagen. Ja. Haben Sie was für mich? Aber natürlich. Wir haben hier für Ihren Rucksack Original Schlosspflaster. Ach Quatsch. Sehr echt? Lecker. So, sehr gut. Und natürlich möchten wir Ihnen auch etwas mitgeben, was die Erinnerung hier auch an Schloss Montabaur beflügelt. Und zwar sind das drei Magneten, sehr schön gestaltet über einen Schweizer Künstler, die nochmal natürlich ihre Funktion erfüllen, aber auch nochmal aufzeigen, was in dieser genossenschaftlichen Idee auch drinsteckt. Herzlichen Dank, Frau Zimmermann. Und ich würde sagen, wir gucken uns noch ein paar Bilder da hinten aber an, natürlich, oder? Klar, selbstverständlich, sehr gerne.